warst bei der Bundeswehr, ne? Es ist richtig, ein little known fact about Delhi. Was hast du gemacht? Du warst, aber du hast jetzt nicht, warst jetzt nicht im Panzer, sondern du hast... Nee, ich hatte eine sehr, sehr tolle Stelle bei der Bundeswehr, die ich auch nur empfehlen kann, wenn man das macht, was ich gemacht habe. Ich habe ja Toningenieur studiert. Mhm. Mein Vater war Arzt, er hat in Trier gearbeitet. Das heißt, es war natürlich ganz klar, ich gehe ins Krankenhaus und mache eine Zivildienststelle. Ja. Hatte ich schon irgendwie Verweigerung und sowas, war im Endeffekt alles schon so in der Planung. Und dann höre ich von diesem Rundfunksender, Radio Andernach, das ist bei Koblenz. Soldaten senden für Soldaten und im Ausland. Und man denkt ja gar nicht, wie viele deutsche Soldaten auch zu der damaligen Zeit im Ausland sind, die Sendung gekriegt haben. Im Endeffekt war es aber so, ich konnte für mein Studium diese komplette Bundeswehrzeit als Studium verwenden. Bei vielen ist es echt saufen und irgendwie die Zeit totschlagen und irgendwie sinnlose. Ja, und ich würde natürlich auch keinem irgendwie empfehlen, meinem Kind würde ich nicht sagen, geh uns zur Bundeswehr. Mein Vater war eher so drauf, das kann dir nicht schaden, mein Junge, das hat noch nie jemanden. Ja, das ist halt so die alte Garde und er war Kadett und so, auch in Ghana. Aber es war sinnvolle Zeit, die ich gut nutzen konnte und habe da auch natürlich in diesem Sender viele vernünftige Menschen kennengelernt, die dem Bundeswehr-Klischee nicht unbedingt entsprachen. Wir kommen zur Musik. Ja. Pound Power, die Pound erste Power. Single. Yes. Du singst darin, dass du gerne ein bisschen mehr isst. Und zwar mit viel Fleisch und Zucker. Du hättest außerdem ein sehr großes Auto und auch bei den Mädels kann gern was dran sein. Richtig. Habe ich das so richtig rausgehört? Das Motto, ist, genau. Mehr ist auch mehr. Genau, auf jeden Fall. Das hast du auf der ersten Ebene genau perfekt so übersetzt. Genau, also es ist natürlich auf der zweiten Ebene, sind es alles Metaphern, die aus dem ghanesischen Kontext heraus begriffen. If you want to cook food for me, you better put enough meat in. Es ist so, ich möchte gerne das Sahnehäubchen drauf haben. Ich möchte das Leben genießen. Ich möchte nicht auf jemanden drauf trampeln, aber ich möchte das Leben abfeiern. Und das ist ein Grundlebensgefühl, was ich eigentlich aus Ghana heraus kenne. Mhm. Von hier aus gesehen, denkt man, wenn man an Afrika denkt, natürlich eher an Hungersnot und an Bürgerkriege. Mhm. Ich habe dieses Video zu Pound Power gedreht. In Ghana? Und in Ghana. Mhm. Und eben mit... meinen Cousins und Cousinen. Also 7 der Protagonisten in dem Video sind meine direkte Familie, sind Delé. Und von daher, das wird ein Video sein, das geht in unsere Familienannalen ein und meine Enkelkinder werden es noch abfeiern, so ungefähr. Also für mich wirklich dann ein Traum, das machen zu können und zu zeigen, hey, ja, wir feiern, wir lieben es und es ist auch, wir sind positiv und es ist nicht nur alles irgendwie, ja, und das ist Pound Power für mich, eine Metapher für Lebensfreude. A little more is what we need. The power of love, the force of love, a force from above, the strength from above. Die zweite Single, Power of Love, ja, kommt jetzt raus gerade. Mhm. Jetzt sagen die einen, ja, Power of Love, Céline Dion. Nein, Coverversion von Frankie Goes to Hollywood, 1984, yes. Weihnachtssingle damals. Ja, ja. Hast du das damals so gehört und hast dir gedacht, da wollte ich schon immer mal eine Coverversion machen oder wie kommst du denn bitte auf diesen Song? Na, ich muss schon sagen, ich bin ja eben nicht nur durch Ghana und Bob Marley konditioniert, sondern eben auch durch Deutschland und was es da so gab und die 80er Jahre. Ich bin 1982 zurück nach Deutschland gekommen und bin genauso mit AC/DC und, Bon Jovi und The Final Countdown und weiß ich, alles gab da. Also diese Zeit, genau, das ist natürlich alles auch nicht an mir vorbeigegangen und da gab es ganz viel Schrott und es gab aber auch echt gute Sachen. Und Modern Talking zum Beispiel. Gab es eben auch, ja. Haben viele, viele Leute fanden das ganz toll. Und eben aber The Power of Love schon damals, oder heute auch noch, ist halt ein ganz, ganz toller Song. Ich finde ja oft die Art und Weise, in welche Richtung man das interpretiert, also ob jetzt als Reggae oder Rock oder Blues oder Funk oder was, das ist so das Gewand. Das, was sozusagen den Song ausmacht, ist, ob ich es mit einer Gitarre nehmen kann und dazu singen kann und die Melodie, das Grundkonstrukt. Und das ist bei Power of Love, finde ich total gut.